Ich kann das Tempo deutlich erhöhen, wenn ich muss. Jetzt fahre ich dann mit neuen Ultras auf Fett. Ich will vielleicht am Ende des Rennens nochmal rausfinden. Ja, es könnte 1,44 rauskommen. Fahre ich so und habe meine Linien so als 47,3, wie ich das früher gebraucht hätte. Ja, gegen meinen Kollegen Kevin. Der mir immer überlegen war. Weil ich immer zu viele Fehler gemacht habe, weil ich nicht so toll gefahren bin. Okay, wenn du auch auf dem Gras fährst, und das ist halt nicht so gut. Jetzt schon, vor allem jetzt in Season 2, schon ganz anders. Meist, nicht immer. Kann manchmal auch nicht jede Runde funktionieren. Nicht auf jeder Strecke. Nicht jede Strecke liegt mir gleich gut. Aber die liegt mir jetzt auf einmal auch relativ gut. Jeder Sieg, das wäre ganz nett. Wichtig für die WM und ich habe noch nicht gewonnen. Ich war ja schon relativ lange auf Mager, ne? Vielleicht gleich. Vielleicht mal irgendwann zwei Runden fett fahren. Das zeigt man das. Schon wurde es wieder ein Tick weniger. Die Rundzeit war aber nicht so gut, aber egal. Reicht vollkommen. Karo auf 3. Mann, Mann. Was da passiert nach dem zweiten Boxenstopp und so? Fahrer hinter mir. Bottas liegt hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 21,4 Sekunden. Sie fahren mit alten, ultraweichen Reifen. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 48,8. Tempo nimmt das langsamer als wir immer noch. Tempo nimmt nochmal Ultra und dann wird es qualifiziert. Weil am Ende keine zweite Reifenmischung geworden ist. Das ist bei den Pizmeets passiert. Der Kitten. Beim Multiplayer lassen sich genau. Naja. Der Multiplayer ist generell hier, glaube ich, nicht so gut. Der Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff. Danke. Hülkenberg, was machst du? Ich sorge nicht für irgendeinen Scheiß für mich. Na, eventuell fährt er wieder. Ich sehe das so auf der Karte. Vielleicht hat er sich nur verbremst. Das wäre auch mal was Nettes, dass es hier drin ist. Es müssen mehr Ereignisse kommen für die zukünftigen Spiele. Fast durchfahren mit den Reifen, ja echt.
Hätte ich noch zwei, drei Runden länger mit den Ultras probiert, dann auf jeden Fall. Aber vielleicht würde das auch so gehen. Aber ich mach's nicht. Ich lieber auf Nummer sicher. Bottas war wieder drin, ist Ricardo Zweiter und Raikkonen Dritter. Was macht Vettel? Was hat er gemacht? Was hat er vor? Und welcher Platz ist er? Keine Ahnung. Das ist jetzt mein Rivale und das ist sowieso mein extra Konkurrent. Auch zweimal Ultra und sind ja wahrscheinlich rot. So, mein Teamkollege, Ocon. Steht bald Überrundung an. Hier, ich gehe ja noch nicht in die Box. Fahre hinter mir. Abstand zum Hintermann beträgt 34,1 Sekunden. Sie fahren mit alten, superweichen Reifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,48,8. Okay. Ja, wahrscheinlich ungefähr dieselbe Strategie wie ich, Raikkonen. Oder der versucht sogar durchzufahren. Das ist aber halt am Ende noch ganz, ganz langsam. Egal, wenn Ricardo noch welche schlägt vielleicht. Bottas kann man wohl nicht schlagen. Aber Bottas ist ja Zweiter, Ricardo wird noch Dritter. Und dann ist Raikkonen und Vettel. Das wäre natürlich super. Ich mag den auch in der echten Formel 1 ganz gerne, Ricardo. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Ihr zieht hier die Ultraweichen um. Also ich Pizzi auch immer gesagt, super Typ oder so. Weiß nicht, so Insider. Bei Friendly Fire 3, ich weiß es nicht mehr. Schreibt es in die Kommentare. Wahrscheinlich, wenn ich das sage, dann hört ihr gerade ein Uhr oder woanders hin oder ich selber lenke jemanden ab. Nicht gehört oder vergessen. Gucken wir nicht viele. Also. Shit, was ist hier? Macht mir nicht zu blöd Platz. Oh, ich höre mich schon schreien. Nicht leicht auf dieser Strecke. Zeit gekostet für mich. Das bleibt manchmal nicht aus. Oh. Nichts passiert, glaube ich. Books.
PS. Oh, Massa wieder mal. Mr. Lahm. Könnt ihr keine Blumen flanken eigentlich? Oh, danke. Ich krieg dir es. Der ist nicht schnell, das ist nicht langsam. Leck, das kann da natürlich sein, so leck. Natürlich die Konzentration dann hochhalten. Das lässt jetzt langsam nach, merke ich. Dann kommen natürlich noch die blöden Lecks. Ja, das sind sie nicht so gut. Die ich nicht verstehe, warum die kommen. Boxenstoppfenster ist jetzt offen. Ja. Fahren die durch hinter mir vielleicht? Wollen die das denn machen? Spätestens Runde 24 muss man dann reinkommen. Immer nochmal die Box. Das ist der Point of No Return. Ah, Raikön hat sich nochmal Ultra geholt, natürlich. Und nämlich auch gleich. So ein blöder Lag auch gerade. Aber das muss ja auf Rot sein. Okay. Ich glaube, ich fahre noch einen. Wenn man mit 10 mit Ultra fahren konnte, kann man bestimmt auch 13. Und wenn man 14 mit Rot fahren kann, kann man vielleicht auch 18. Also man könnte auch einstoppen. Muss man aber nicht. So, Raikön auf 3 jetzt. Vettel mit Bestzeit. Der hat bestimmt auch Ultra genommen. Ja.
Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Okay. Ich muss meine Bestzeit zurückholen. Prozent. Plus 0,82. Oh, ich kann noch mal ein bisschen auf Fett fahren, aber diese Runde sowieso noch nicht, weil es bringt mir nicht viel. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Wer ist da? Hamilton. Hamilton ist aber weit hinten. Warum ist er so weit hinten? 13? Überrunde ich gleich wieder. Habe ich den schon überrundet eigentlich? Wahrscheinlich gemacht, als ich irgendwo in der Box war. Er hat aber auch Probleme hier im Spiel. Das ist ja kein Vergleich zum echten Leben. Es kommt Raikön auch noch. Die ist scheiß besser. Durch rote Reifen. Ist auch noch lahm aus. Dass man einen Hamilton mal überrundet. Richtig blaue Flaggen, ja. Ignoriere sie doch, dann wärst du noch disqualifiziert. Voll Idiot. Hier im Spiel ist echt. Nein. Deutlich schlechter als letzte Saison. Du hast mich auch mal langsam vorbeilassen, ne? Ich tue das einfach nicht. DS gehabt. Nochmal vielleicht was. Oh, warum komme ich denn so weit raus? Die Runde ist noch nicht gut. Erster Sektor, zweiter weiß ich nicht. Das sehen wir gleich, aber ist ja wieder so ein Idiot. Verpiss dich. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Sieht schon besser aus. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Gemacht. Fahre hinter mir. Hinter dir. Der Abstand
zum Hintermann beträgt 27,2 Sekunden. Sie fahren mit alten superweichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 48,1. Dann habe ich auch keine Angst mehr mit seinen roten Reifen. Eigentlich habe ich es von niemandem mehr. Über 3 Sekunden, 3,9 ist Raikön dahinter mit Ultras und noch knapp 4 Runden. Wenn er eine Sekunde schneller fährt, kriegt er den Bottas nochmal. Gegen wen fahre ich? Die Fahrer des Rennens sind Bottas und Vettel. Bottas, weil er hinter mir ist, und Vettel, weil er Rivale ist. Zu langsam. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Okay, alles klar. Ich weiß grüne gar nicht, jetzt hier raus ist. Keine Ahnung. In einer Vorstadt und Ziel. Bottas und Raikön sind es schon mal nicht. Nachts ist der Hamilton wieder mal. Oh Gott. Ich weiß, aber jetzt bin ich gerade ein bisschen aus der Bahn. Oh, noch ein paar Überrundungen hier. Immer, wie immer, fast gegen ganz am Ende des Rennens in der Nähe meines Teamkollegen bin ich. Bald. Weg, ich weiß nicht mehr, wer hier stand. Keine Ahnung. Der Teamkollege war gerade in der Box. Ne? Ja, gelbe Punkte. Habe ich ihn auch überrunden. Ich muss aber noch 3 überrunden dabei, wenn ich das so sehe. 3 Gefahrenpunkte. Also bis Platz 8. Van Dorn ist der Erste. Der mir wieder mal ein Dorn im Auge ist. Hier hätte doch ein bisschen vom Gas gehen können, der. Aber klar, der ist in den Punkten, der kämpft natürlich noch weiter nach vorne zu. Gehen die auch nicht so gerne vom Gas. Hier machen wir es gerne, okay. Jetzt hier muss ich aufpassen. Jetzt. Und Massa. Schon wieder Massa. Da habe ich schon kaputt Ocon. Er hat eine Kollision mit denen, der ausgeschieden ist, gehabt. Deswegen ist der letzte Runde nochmal in die Box gegangen. Also keine Ahnung.
einfach auf dem Markt. Immer zu heikel, zu knapp. Das ist immer DRS angequert. Was macht ihr denn? Ich hab hier immer diesen Graben. Lassen Sie einen gerne vorbei. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Über 30 Sekunden der Abstand zwischen mir und Bottas. Oh, das ist ganz eng und Kimi kriegt ihn gleich, glaube ich. Naja, gut. Jetzt erwarten Ultras, ne? Oder Bottas kann sich wehren. So, das müsste reichen für mich hier. Also auf Standard wieder, zack. 29,7. Halbe Sekunde ist Bottas vor Raikön. Das ist deine letzte schafft. Runde, die letzte Runde des Rennens. Wird aber auch ganz schön aufgehalten durch die Überrundung, merke ich. Bottas eben ganz schön auf 2 Sekunden locker. Das ist auch alles so easy going aus. Wieder ein ausgeschieden. Wenn die beiden jetzt waren, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Doppel von Dorn, okay. Kann man sich behaupten, vor Raikön, ne? Immer noch der Abstand. Das wäre es jetzt noch, ne? Boah, das ist immer noch vor Raikön. Yeah! Der Feuerwerk für den Sieger! Der Preis gehört dir! Force India hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit. Wie hat er dieses Resultat bloß hinbekommen? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Sie sind auf dem Weg zur Siegerehrung. Force India hat es in der Formel 1 wirklich weit gebracht. Ja, heute so sind sie nach diesem okay. Außergewöhnlichen Rennen die verdienten Sieger. Habe ich das hingeschrieben? Nee, weiß ich gar nicht. Muss ja BVT sein, ne? Dann sehen wir einmal nach, welche so, Auswirkungen dieses geworden. Resultat auf die Weltmeisterschaft hat.
Das war nicht das beste Resultat für unseren WM-Führenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Stefan, wer war dein Fahrer? Ricardo Verstappen. Ich glaube, heute fällt meine Wahl auf Fernando Alonso. Er hat die Strategie perfekt ausgeführt und hielt das gesamte Rennen über ein enormes Tempo. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. Nach all der Aufregung ist nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. So, was gab es hier in der Rennleitung? Kollision, da gab es aber bei mir natürlich gar nichts. Aber hier, blaue Flagge ignoriert, ja wahrscheinlich bei mir. Und dann das. Deswegen hat es wohl in den letzten Punkt gekostet oder was? Ja, keine Ahnung. Und die Rangliste? Ein Punkt hinter Vettel. 34 ist Raikkonen hinter uns. 46 Bottas. Immer noch ein Vierkampf, würde ich sagen. Hier sieht das so aus. Aber wir sind ganz gut vor Red Bull. Wir sind in der Nähe von Mercedes. Weil Hamilton nicht performt. Naja, wir performen wieder im nächsten Rennen von F1 2017 Karriere Season 2 in Malaysia. Und versuchen wir dann wieder zu gewinnen. Da weiß ich noch, letztes Mal sind wir von ganz hinten auf 5 gefahren. Und jetzt könnte vielleicht doch der Sieg drin sein. Naja, bis dahin. Tschüssi.